Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Warzone-Video. Wir wagen uns in der Nacht nach Verdansk, wobei in der Nacht bei 14 Uhr irgendwas ein bisschen gestreckte Formulierung ist, aber naja, was willst du machen? Und wir spielen, wie ihr sicher schon gesehen habt, den zeitlich begrenzten Zombie-Überlebensmodus. Wow, hier gibt es ja richtig vielen guten Scheiß. Und zwar nichts. Geh weg, du Hund! Ich öffne mal so lang. Tschüss! Nein, ich wollte doch das aufheben. Okay, wir haben direkt zwei Zombies. Ist nicht so gut gelaufen, würde ich sagen. Und die anderen beiden werden wahrscheinlich jetzt auch als Zombie wiederkommen, deswegen mache ich mich mal lieber bereit, mich ein bisschen zu verteidigen hier. Nachladen. Ja, ich habe auch ein ziemlich lustiges Setup heute, denn meine Frau und meine Tochter sind gerade im Wohnzimmer unterwegs. Und ich habe aufgrund dessen mal mein gesamtes Equipment geschnappt und mich ins in die Küche verzogen. Ich glaube, ich werde euch mal ein Foto von dem Setup einblenden, weil das ist einfach zu lächerlich. Und ich habe halt unseren kleinen Fernseher, den wir noch so auf Reserve rumfliegen hatten, den habe ich jetzt mal hier in die Küche gekarrt. Der hat aber nur, also der ist nur HD-ready und demnach könnte die Auflösung auch geiler sein. So, wir panzern uns erstmal wieder. Naja, aber ich glaube, da das Aufnahmeprogramm da über einen anderen Anschluss läuft, dürfte das für euch ja keine Einbußen machen. Das wird ja dann nur durchgeschleift. Okidok, wir gehen weiter. Ich sitze auch mega nah dran an dem Fernseher. Also es ist echt ultra ungewohnt. Und der Raum ist halt sehr klein. Das heißt, es hallt wie blöd, wenn ich rede. Ich hab den nicht gesehen, weil meine Waffe im Weg war. Wie lächerlich. Ja. Ich habe auch leider schon sehr lange nicht mehr gespielt. Das heißt, ich kämpfe momentan so ein bisschen mit den Setups. Oh, bin ich hier safe? Nein! Geh weg, du Lump! Oh, einer hat uns schon verlassen, dann ist der Premium. Also Leute, so langsam gehen mir auch die Platten aus, ne? Ich höre ihn doch. Nicht auf mich schießen, nicht jetzt. Okay, irgendwas habe ich getroffen. Schon der nächste Typ. Jawohl. Gute. Ich muss hier mal kurz weg. Platten. Nein! Alter, wo ist denn auch mein Teammate? Ey, ich mache hier die Murder-Action. Aufgeben. Okay, dann sind wir jetzt also Zombie. Das hat bis jetzt bei mir noch nie funktioniert.
Aber vielleicht ja jetzt. Platsch. So. Hier ist schon mal ein gratis Gegenmittel irgendwo. Nö, wurde weggeschnappt wohl. Nein! Oh, come on. Dass es mit dem Springen aber auch so lange dauert. Ja. Und das war's auch schon nach einem guten Einstieg mit meinem ersten Versuch. Kann man nichts machen. Wir gucken jetzt mal unserem Trottel noch zu. Ob es sich lohnt, noch in der Lobby zu bleiben oder nicht. Wieso ist eigentlich neben diese Anzeige immer noch nicht richtig? Bei euch stimmt es, aber bei mir ist die Anzeige Menschen töten nur halb sichtbar. Und das ist auch... Ich habe den Sicherheitsbereich schon winzig eingestellt, aber irgendwie... Ja, und? Oh, er ist AFK oder was? Naja. Nee, ist er nicht. Na dann, schauen wir ihm nochmal zu, dann seht ihr noch ein bisschen Zombie-Action und ich kann euch das kommentieren, ob er das gut macht oder nicht. Timo. Der offenbar keinen rechten Analogstick hat, sondern nur mit dem linken steuern kann. Oh, wow, ey, wow. Timo hat soeben gelernt, sich umzudrehen. Das kann ja nicht wahr sein, der bewegt seinen rechten Stick absolut nie. Doch jetzt, bisschen. Komm schon, Timo, du schaffst es, ey. Timo, du bist der Geile. Der geile Stecher vom Herne. Du bist ein Zombie, du musst nicht so rumcampen. Renn hin, greif an. Oh, Alter, ey, da kriegst du ja Krebs, wenn du dem zuguckst. Timo! Kann ich irgendwas machen? Kann ich den bitte steuern? Oh, Alter, ey. Leute, ich erspare euch das, weil das kann ich mir selbst gerade nicht angucken. Ich werde jetzt die Lobby verlassen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde noch einen Versuch wagen. Und dann schauen wir mal, ob der vielleicht ein bisschen besser läuft. Oder ich zumindest ein bisschen mehr Zeit als Zombie zocken kann, weil deswegen seid ihr hier, ich weiß das. Also, bis demnächst, Leute. Tschüss.